So, auch ein neues Tagesaufgabe. Und diesmal wollen wir verhindern, dass wir sie nehmen. Und nehmen stattdessen mal... Ach komm, ihn hier haben wir noch nie gespielt. Was wollen wir verhindern? Wo sind wir letztes Mal mit draufgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist kein gut... Hat er gerade die Truhe kaputt geschlagen? Ha, also es sah so aus, als wenn in der Vase ein Smaragd gewesen wäre und der Smaragd kaputt gegangen ist durch das gegen die Truhe schlagen. Wäre komisch. So, du kommst mit. Was haben wir da rechts? Oh, da will ich hin. Da komme ich auch hin. Du kommst mit, du kommst mit. Du kommst mit für die Fallen. Oh, warte mal. Das macht der Steinblock ja schon. Zeug. So, eine Kiste mit Seilen. Na gut, wir sind schon mal gestorben, weil wir keine Seile hatten. Also nicht unterschätzen die Seile. Mitkommen. Die Blondine? Fragezeichen. Aha, ich höre was. Aber ich sehe nichts. Zung, 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 zung. Es sieht ein bisschen tief aus. Aber führt kein Weg dran vorbei. Okay. Wir wollen da runter. Oh. Ich glaube, ein Feld weiter und ich hätte Schaden. Kommst du wohl mal mit? Ein Feld weiter und ich hätte Schaden genommen. So, da ist nur Gold. Oh. Da ist die Blondine. Mitten im Gestein. Zoink. Wo müssen wir denn dann springen? Ich glaube, hier. Jo. Du kommst mit. 13.000 Gold, kein Schaden und Blondine. Ja, sehr solide. Ach ja, und drei Seile extra. Dafür nur eine Bombe verbraucht. Das ist vollkommen okay, würde ich sagen. Fledermaus. Keine Spinnen oben, doch da. Soweit gefällt mir das Level schon mal. Ja. Kommst auch. Oh, das ist ein Händler. Das müssen wir uns merken. Nur für den Fall, dass hier irgendwo so eine Götzenstatue ist. Mit aber nicht so tollen Sachen, finde ich jetzt. Aber ich bin ja einfach zu verwöhnt mit Kletterhandschuhen allem. Mir wären Bomben, Kletterhandschuhe, sowas in der Richtung halt lieber gewesen. Zoin. Du, komm mal mit. Ja, eine Brille. Der Umhang ist ganz praktisch, aber der wird viel zu teuer sein. Ja, 12.000, das kann's knicken. So, die Spinne da oben würde ich gern töten, aber die ist zu weit weg. Und du müsst doch gleich... Wo ist die Blondine? Hm. Nee, 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 so nicht. Wo ist meine Blondine? Ist die hier hinten? Wir haben nur drei Bomben. Okay, komm, was soll's. Raus. Dann haben wir halt ein Level keine Blondine. Das ist eher vertretbar, als mit nur zwei Bomben rumzulaufen. Oder noch weniger. Wir müssten wahrscheinlich auch wieder freibomben und hätte ich die große Spinne auch noch töten wollen, hätten wir gar keine Bomben mehr. Und ohne Bomben kriegen wir nichts gebacken. Also gib uns einen Shopkeeper mit Bomben, verdammt. Sag ich doch. Und Blondine höre ich auch noch. Also, du kommst mit. Wie teuer sind die Stachelschuhe? Du kommst auch mit. Ich investiere mal in unsere Zukunft. Weil die Stachelschuhe sind ja doch recht praktisch. Also gerade was jetzt Skorpionen und andere etwas schwerere Gegner angeht.
einfach raufspringen und tot dann. Außerdem später im Eislevel, wo wir ganz bestimmt hinkommen werden, rutschen wir nicht ganz so viel rum. So, da ist Blondina. Noch mehr Bomben. Wir kommen aber nicht mit den Bomben zu ihr hin. Danke fürs Auslösen. Oh, hey, ich wollte auf dich raufspringen. Du bist Spinne. So. Was machen wir mit euch da unten? Warte mal, auf euch kann ich raufspringen. Und ja, ich will die Schuhe jetzt verdammt mal ausprobieren. So, du bist tot? Ja, ich glaube schon. Komm her. Komm her. Komm schneller her, der Geist kommt gleich. So, tot. Da brauchen wir ein Seil, das ist okay. Haben wir ja ein paar extra von. Du wart mal da. Das war falsche Taste. Das war die richtige. So, du kommst mit. Bis dahin. Du kommst mit. So, jetzt haben wir schon mal wieder 10.000 Gold. Ja, ich hoffe mal, die Investition in Bomben und Stachelschuhe hat sich bezahlt gemacht später. Wir haben einen Schadenspunkt gekriegt. Wir haben ein Herz dazu bekommen. Ein Minilevel haben wir noch. Danach geht der Ernst des Lebens los. Oh, und ein Skorpion, wo wir es gerade gekauft haben. Yeah, warte mal, da kommen wir so hin. Oder? Nee, kommen wir nicht. So, wo habe ich gerade einen Schatz? Da ist die Blondine. Gucken wir nur kurz, was hier ist. Außer einer giftspuckenden Schlange. Und hier eine Münze lassen wir da liegen. So, wir... Falsch. Ich brauche viel zu viele Seile. Hier so. Jo. Oh oh. Warum bist du denn wach? Doofe Spinne. Warte mal, ich habe Stachelschuhe. Komm mal. Was zur Hölle machst du da? Du bist sehr komisch, Spinne. Und sie hat sich, glaube ich, gerade selber umgebracht. Sehr schön. Nicht aus Versehen sie in die Stacheln schmeißen. Kommst mal mit. Oh, okay. Nicht in die Stacheln, danke. Ja, wir haben oben eine Truhe mit. Wow. Einen Schlüssel liegen lassen. Nee, ich riskiere jetzt nichts. Ich laufe jetzt nicht wieder nach oben, nur auf dem Weg nach unten vom Geist überfallen zu werden oder sonst irgendwas. Das muss nicht sein. So, Dschungel. Man kommt an und Dinge sterben in Tiki-Fallen. Das ist der Dschungel pur. So, du kommst mit. Du wartest mal hier. Das ganze Gold will ich mitnehmen. Zip, zip, zip. Du springst ganz schön weit, Frosch. Und da sind zu viele Tiki-Fallen. Nee, wir gehen hier lang. Gibt es einen guten Weg runter? Ja. Oh, 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 das wollte ich nicht sehen. Da kann eine Stachel. Nein. Oh. So. Die hätten wir jetzt auch erledigt. Wir wollten testen, wie das mit dem roten Ding da ist und dem Wurm. Zoink. Wollen wir das jetzt in der Daily testen?
weiß nicht. Erstmal will ich das hier oben noch alles haben. Schlange und nix. Tiki-File, eine Kiste. Ich mag Kisten. Und da ist der Ausgang. Machen wir so. Wir haben ja noch recht viele Bomben. So. Weg, 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 weg. Achso, ich sollte mir die Blondine holen langsam. Du warst da unten. Und nee, das mit dem Wurmdingens da machen wir irgendwann mal nicht Tagesaufgabe. Ich will nicht rumexperimentieren hier. So, dich abgeben. Dich aufmachen. Dich mitnehmen. Dich mitnehmen. Die zwei da unten in Ruhe lassen. Und gucken, ob es hier noch was zu holen gibt. Vielleicht, aber dann müsste ich über die Stacheln rüber. Und das will ich nicht. So, noch ein Küsschen. Wir nähern uns der magischen Marke. Aber wir nähern uns auch dem Eislevel. Wir haben immer noch keine neuen Seile und keinen Kletterhandschuh. Was beides jetzt nicht so toll ist. Da unten sind Kisten. Ah, sind doofe Tiki-Falle. Muss hier aber schnell genug dran vorbeifallen. Genau. Das ist zu tief, oder? Ne, geht, okay. Ah! So, dann hätte ich gerne dich. Ich hätte gerne dich. Ich würde gerne hier springen. So. Dann hätte ich gerne die Kiste. Und oh, da ist so ein Bienenstock-Ding. Nur haben wir keine Schrotflinte. Und ich höre die Blondine gar nicht mehr. Und wir kommen da auch gar nicht hin. Okay, das lässt sich ändern. So sind auch die Piranhas weg. Nee, komm, so viel Welt will ich nicht sprengen. Was haben wir hier noch? Eine Tiki-Falle und... Nee, da kommen wir nicht rüber. Okay, raus. Ein mag kein Blondine, ist auch okay. Und ich glaube, wir sind jetzt im letzten Dschungel-Level. Zeug. So, dich töten wir. Und opfern wir. Dann würden wir gerne hier... Oh, oh, ist es zu nah an Kali? Nein. So. Dann töten wir. Geh weg, Affe. Nein, oh. Au. Das hätte sehr viel schlimmer in die Hose gehen können. Zeug. Ja. Also eigentlich würde ich gerne wieder hoch. Falsch. Ah, ist eine Tiki-Falle. Weg mit der Tiki-Falle. So, dich hätte ich gerne. Dich hätte ich gerne. Dich hätte ich eigentlich ganz gerne aufgehoben und nicht zerstört. Die Piranhas da unten sehen nicht schön aus. Ja, ich habe immer noch keine Seile, also gehe ich nicht wieder nach oben. Und ich habe auch kein Jetpack und kleine Kletterhandschuhe und was weiß ich. Und es war nicht das letzte Dschungel-Level. Jetzt kommt das letzte Dschungel-Level. Genau, wo sind deine Vertreter, Jungs? Ich brauche einen richtigen Shop mit gutem Zeug. Oh. Können wir hier abkürzen? Ja, nicht wirklich toll. Also, ich hätte gerne den Stein nicht mehr im Inventar. Hätte ich gerne dich tot. Oh, wo kommst du denn her? Wenn ich mit Stacheln auf eine Pflanze springe, was passiert? Nicht in der Tagesaufgabe testen. Aber ich glaube, wir müssten... Oh, ein Kletterhandschuh. Sehr schön. Und ich glaube, sie müssten sterben beim Dingens. So, hier wollen wir durch.
ist eine sehr doofe Situation jetzt. Okay. Peitsch, okay, mitkommen. Da ist der Ausgang. Sehr gut. Sproing. Okay. Oh. Nein. Oh, 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 oh. Sproing, sproing. Und das soll mir jetzt auch ein Risiko reichen. Okay, raus. So, Blondine bekommen. Wir sind im Eisgebiet. Wir haben Stachelschuhe, das ist gut fürs Eis. Wir haben den Kletterhandschuh gefunden auf letzte Sekunde. Wir haben Bomben, wir haben aber keine Seile mehr. Das heißt, wir dürfen auf keinen Fall wieder in die... Was zur Hölle war das da gerade links? Ich weiß nicht, wie weit wir kommen mit einem normalen Sprung. Oh, wir können einfach hier an der Wand runterklettern. Natürlich sehr praktisch. So eine Mine sollten wir nicht auslösen, nehme ich an. Ah, die fallen runter. War sehr garstig. Sprunghandschuhe, Sprungschuhe, die werden gekauft. Da ist der Ausgang. Wo ist die Blondine? Oh. Ach so, das Ding da. Das sieht man fast gar nicht auf dem Boden. Nö, ich sehe die Blondine nicht. Ich werde nichts riskieren. Raus hier. Aber die Sprungschuhe sind sehr gut. Die könnten noch ziemlich praktisch werden, wenn wir mal wirklich in Bedrängnis kommen wegen den Seilen. So, die da hinten fallen weg. Wow. Das war sehr viel Glück. Da ist eine Blondine. Was mit den Schneemännern? Was macht ihr? Gar nichts. Okay. Du kommst mal mit. Ausgang ist... Ist das hinten ein Schneeball? Okay, wird erstmal ignoriert. Und das einfach so random hochgeschmissen werden, ist sehr irritierend. Zoing. Du kommst auch noch mit. Bitte Seile. Okay, die Pumpen sind auch schön, aber... Komm mal mit, kleiner Pinguin. Ah, der wird nicht mitgenommen. Na gut. Schön, halt nicht. Bist du ein Skelett? Nein. Was zur Hölle machst du da oben? Komme ich, glaube ich, so nicht ran. Aber ich kann sie runtersprengen. Warte. Okay, das war zu... Das war zu nah. Ja. Ich glaube, das war zu nah. Komm, dreh dich um. Zoing. Da unten ist der Ausgang. Oh, warte mal, das Ding fällt runter. Hm. Ja, da liegt sie. Und ich werde gleich Fallschaden nehmen, das ist nicht so schön. Probieren wir mal hier runterzukommen. Zoing. Ja, besser. Und sie ist definitiv kaputt. Lange. Okay, raus. Wir sind gleich durchs Eisgebiet durch. Fällt mir gerade auf. Dann haben wir seit langem mal wieder ein neues Gebiet, was mich instant umbringen wird. Aber ich bin gespannt. Das scheint aus einer anderen Welt zu kommen. No, die Außerirdischen. Da sprenge ich mich doch gleich mal rein. Das kann man nicht irgendwie deaktivieren, das Ding.
Oh, da ist eine Tür. Warte mal. Erstmal gucken wir hier unten. Zoink. Geil. Nein. Haben die mich gerade instant umgebracht, diese doofe Tretmine? Ich hatte viele Leben. Ich hatte 5 oder 6 Leben. Ich wollte eigentlich nur die Blondine nehmen und dann wieder hochklettern und in den Eingang gehen. Diesen Alien-Eingang. Menno. Und 52.000 ist dafür, dass wir so weit gekommen sind, echt nicht viel. Okay, wir haben auch 10.000 für die Bomben ausgegeben und die Schuhe und die anderen Schuhe und was weiß ich. Aber gut, so tief waren wir noch nie. Gucken wir, was die anderen so geschafft haben. 2. Er will mich doch verarschen. Menno. Aber na gut, dieser Blaukopf hier hat uns treue Dienste geleistet. Der wird morgen wieder genommen. Und wir sehen uns dann wieder. Bye, bye.